In allen Schritten geht das also so, dass das Kind einfach den ganzen Tag ununterbrochen lernt. Ja? Also das Kind hört gar nicht auf zu lernen. Das gibt es gar nicht. Also es wacht auf und es lernt durch sein Spiel, durch die Magie des freien Spiels. Ja, das ist, hat so was ganz Magisches an sich und das Kind wird nicht gepresst in irgendwelche Zeiten. Ganz wichtig, das musst du dir völlig abschminken. Du musst so wirklich entweder zu Hause bleiben oder in unseren Spielraum dein Kind geben. Das kannst du natürlich auch machen. Du wirst allerdings ja, solche Spielräume noch nicht finden, außer bei mir. Und gerne kannst du dich anmelden dazu oder zu den löwenmutigen Eltern dazu gehen und dich dazu zählen, damit, falls du das möchtest und du halt einfach trotzdem irgendwie arbeiten gehen willst, dann das auch haben kannst. Das wäre natürlich eine feine Sache, weil es macht ja keinen Sinn irgendwie, wenn du mit deinem Kind so frei umgehst und es dann gepresst wird in irgendwelche komischen Formen. Ne? Und wie geht das dann weiter? Wenn das Kind älter ist, hat sich jetzt einfach schon im Laufe der Jahre herauskristallisiert, sie werden älter. Manche Kinder lesen mit 8, die anderen mit 10, die anderen mit 12. Tatsächlich fängt es plötzlich an aufzuploppen und sie sind sehr wissbegierig darauf, das und das und das zu lernen. Und dann musst du natürlich die entsprechenden Sachen zur Verfügung stellen als Eltern. Das ist immer das Gleiche. Das ist deine Aufgabe. Den Raum halten dafür, dass das Kind in seiner eigenen Kraft aufwachsen kann und so seine Kompetenzen erhält, die es hat, die es dabei hat, um praktisch sozusagen seiner eigenen Spur zu folgen. Ne? Da gibt es ja dieses Buch von André Sterns Vater, von Arno Stern, das heißt Die Spur. Gewesenes Kind sein. Sehr spannend, für viele noch nicht so ganz verständlich, jedoch alles das, was ich euch erzähle in diesen ganzen Videos, ist das. Okay. Später wird es also dann so sein, dass dein Kind natürlich auch Herausforderungen begegnen, genauso wie allen anderen Kindern auch. Es wird jedoch anders damit umgehen können. Das Schöne ist, die Kinder sind echt entspannt. Also ein Kind ist normalerweise von Haus aus überhaupt nicht aggressiv. Die Aggression kommt dann, wenn es in irgendetwas hineingepresst wird. Deswegen gibt es auch so viel Aggressionspotenzial in den Schulen. Deswegen laufen so viele Schüler amok. Da brauchen wir gar nicht rummachen. Kinder, ganze Schulklassen werden getötet von ehemaligen Schülern oder die haben Messer dabei und weiß nicht was und stechen plötzlich ihre Schulbanknachbarn nieder. Hat es alles schon gegeben. Brauchen wir nur täglich gucken. Da gibt es viele. Also wer das noch nicht kapiert hat, der hat es wirklich noch nicht verstanden, dass das aus diesem Aspekt heraus alles kommt, dass die Kinder eingepfercht werden. Ja, sie müssen mit Menschen zusammen sein, die vielleicht auch gar nicht zu ihnen passen. Es ist nicht ihr Pensum des Lernens. Es hat gar nichts mit ihnen selbst zu tun. Und dann entstehen, ja, sehr hohe Aggressionspotenziale. Die Kinder schlägern sich. Dann haben wir jetzt die neue Geschichte auf den Höfen mit den Pillchen, mit den bunten und die Crystal Meth Sachen. Das wird jetzt den kleinen Kindern schon angeboten auf verschiedenen Schulhöfen und anscheinend scheint es da ja nicht viel zu geben, was die Leute da unternehmen können, weil sie es gar nicht mitbekommen. Sie dröhnen sich zu, um das Ganze irgendwie durchzuziehen, denn sie werden ja gezwungen. Das Ganze basiert ja wirklich auf Zwang und hat überhaupt nichts mit Freiheit zu tun. Im nächsten Video erzähle ich dann mehr darüber, was passiert, wenn dein Kind noch größer wird.